Hall in Tirol. Eine vieltürmige historische Altstadt, vor den Toren der Landeshauptstadt Innsbruck gelegen. Für die grüne Europaabgeordnete Eva Lichtenberger ist die kleine Stadt mehr als nur malerische Kulisse. Sie ist gleichzeitig Ideenlabor und Erdung in der Realität vor Ort. Man muss viel Kaffee vertragen, wenn man in Österreich Politik machen will. Zum Frühstück steht heute ein Treffen mit einer Parteifreundin auf dem Programm, die die Grünen im Haller Stadtrat vertritt. Thema? Neue Vorschläge aus Brüssel zu öffentlichen Vergaben, die auch die Kommunen betreffen sollen. Was glaubst du, könnte man sozusagen von der europäischen Seite her lösen? Wenn wir halt eine Vergabe ausschreiben und es melden sich Leute von ganz anderen Regionen bzw. ganz anderen Ländern, dann hat man das Problem, dass man die ja fast verpflichtet ist, die zu nehmen, ja. Auch wenn sie die Region ja. Gar nicht kennen und die regionalen Bedingungen nicht kennen. Ja. Ja. Da sehe ich ein großes Problem. Eigentlich wären die ja verpflichtet, wenn sie Arbeiter entsenden, dass sie sozusagen zu unseren Bedingungen arbeiten. Passiert das nicht? Also das passiert mit Sicherheit nicht. Okay, du, wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. Ciao. Mach's gut. Dank. Gell? Dir alles Gute. Wie bei allen Städten im Tiroler Inntal rauscht auch in Hall der Fernverkehr unaufhörlich im Hintergrund. Kein Wunder also, dass die Abgeordnete Eva Lichtenberger sich im Europaparlament gerade für den Transportausschuss entschieden hat. Auch beim Treffen mit dem grünen Landesvorstand geht es heute um den Schwerverkehr. Ich möchte hauptsächlich über drei Themen mit euch reden, die jetzt im Moment sehr, sehr brisant sind. Das ist einmal die Frage Gigaliner. Ihr wisst ja die ganze Geschichte ein bisschen aus den Medien, dass da es jetzt Schwierigkeiten gibt. Wir haben eben den Beschluss gefasst, dass sie zwar intern fahren dürfen, aber nicht sozusagen weiter über die Grenzen fahren dürfen. Jetzt auf Druck der International Road Union hat Callas den Beschluss neu interpretiert und sagt plötzlich, ja, jetzt dürfen sie über die Grenze fahren. Was ich schon am Überlegen bin, ob man über die Bundesgrünen auch eine Initiative startet, dass die österreichische Bundesregierung ja. Null Interesse haben kann an ja. Den Gigalinern. Vom Vorstand zur Basis. Ein paar Innsbrucker Altstadtgassen weiter warten schon die Online-Aktivisten, bei denen es heute vor allem um eines geht. Um das kurz vor dem Scheitern stehende ACTA-Abkommen, das aus Ihrer und aus Lichtenbergers Sicht die Bürgerrechte im Internet gefährdet. Ich bin eigentlich da, weil ihr euch so den letzten Stand zum Thema ACTA mitteilen wollt und auch darüber reden, was wir jetzt in der Schlussphase tun sollten, damit wir wirklich zu dem Ergebnis kommen, was wir wollen, nämlich dass der Vertrag weg ist vom Tisch. Die Leute, die wirklich zahlen, werden zwei- oder dreifach abgecasht. Die Leute, die sich das illegal holen, zahlen nie irgendwas. Was jetzt diskutiert wird, ist eher so die ganze Geschichte mit dass du, so wie in Belgien, dort ist das jetzt schon Gesetz, dass du sozusagen 5 oder 6 Euro pro Monat global als Beitrag für Künstlerrechte mit dem Internetvertrag zahlst. Nach einem solchen Galoppritt durch die Themengebiete muss es am Ende ums große Ganze gehen. Alle paar Monate trifft sich die Abgeordnete mit der Journalistin Irene Heiß, um zu diskutieren, wie Europa in den Medien vermittelt und von den Lesern wahrgenommen wird. Ich glaube, Europa ist in der regionalen Politik hauptsächlich in Sonntagsreden ja. vorhanden. Wenn man ja. das Gefühl hat, das wirkt jetzt irgendwie schick und mondän, wenn ich jetzt da über den europäischen Geist rede. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite so starke Haarmatteltendenzen. Ja, also, genau. Das Haarmattel, das versteht jetzt wieder keiner. Gell? Die My Home is My Castle-Tendenz. Ja, ja, genau. Wir sind ja genau. So international. Ja, na stimmt, das ist wahr. Ja. Entschuldigung, ja. Ist das mein Problem, ob das der Übersetzungsdienst kennt oder ja. nicht? Ja. Ja, das Problem haben wir natürlich im Europäischen Parlament schon. Ja, also, klar. Sonst heißt es wieder, der Sprecher verwendet eine nicht übersetzbare Wendung. Was ich manchmal sehe, ist, dass so ein großer Widerspruch aufgebaut wird zwischen, man ist entweder Tiroler oder man ist Europäer. Das ist kein Gegensatz für mich, aber offensichtlich wird es auch solche aufgebaut. Ich wüsste nicht, worin der Gegensatz liegen sollte. Es ist einfach eine Geschichte, wo ich mir denke, okay, wenn ich ein kleines Stückchen dabei verbessern kann, ist auch schon was. Und das wird auch weiterhin von der Arbeit an einzelnen Themen
und vor allem mit vielen einzelnen Menschen abhängen.